Heute mal ein paar Bohnen, beziehungsweise mexikanisches Pfanngemüse wieder. Da sind Bohnen, verschiedene, da ist Mais drin, Paprika, so Zwiebeln. Mit Süßkartoffeln einfach gekocht, ungewürzt, weil das mexikanische Gemüse ist schon gewürzt. Gleich nochmal abgießen oder ich esse es einfach mal so als Suppe, muss ich mal probieren. Oder ich gieße das ab und esse das dann so als Gemüse mit Kartoffeln. Und mein gute Nachrichten, es gibt sehr, 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 sehr gute Nachrichten, Leute. Mein Kokosfett ist wieder fest geworden. Das heißt, das Wetter ist nicht mehr so unerträglich, beziehungsweise es ist erträglicher. Und jetzt mache ich mir noch ein paar Eier dazu für die Eiweiße. Ich werde mal einfach mal 4 Eier machen. Und dann habe ich eine ganz gute Mahlzeit, würde ich sagen. So, hier ist das. Und ich mag meine Eier am liebsten so. 4 Stück in der Pfanne. Und ich tue ein bisschen Fett rein. Jetzt in meinem Fall Kokosfett oder Sonnenblumenöl oder was ihr auch immer wollt. Und dann halt auf der höchsten Stufe braten. Und ganz wichtig ist, also so mag ich das am liebsten, ein bisschen Paprika und Salz drüber. Beziehungsweise hier dieses Gewürz habe ich genommen. Pommesgewürz, Salz. Schmeckt sehr gut. Und ja, was ich sagen wollte, das Eiweiß muss hart sein und das Eigelb nicht. Weil dann ist es so sozusagen als Soße, so wird das Essen nicht so trocken. So, und wie ihr das macht, einfach braten lassen auf der höchsten Stufe und dann setzt sich das Fett hier so ein bisschen an der Seite ab. Dann neigt ihr das und kippt das Fett so drüber, damit das auch von oben gar wird, wenn ihr wisst, was ich meine. Also immer zwischendurch mal ein bisschen Fett rüberschütteln. Und so kriegt ihr meiner Meinung nach die besten Eier. So, das kommt jetzt hier rüber. Und fertig haben wir sozusagen das mexikanische Ei-Omelett mit sehr, sehr guten Nährwerten. Was natürlich nicht fehlen darf, ist der neue S'mores. Ich finde die clean, ja. Ist ja, wie gesagt, wie wir wissen, eine Interpretationssache, was clean ist und was nicht. Ich finde, Crispers sind clean. Genauso wie Ketchup. Also, ich habe mir auch eben gerade über das Essen Ketchup raufgehauen. Ich finde Ketchup clean. Und Crispers finde ich auch clean. Das ist so meine Meinung. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight.
Yo, Fitnessfreunde, ich bin hier gerade am Post-Workout-Essen bei Subway mit Kevin und Irina, die gerade einen Instagram-Post macht. Hi. Sie hat ihm ein Training mit mir geschenkt und ein Essen ist natürlich auch immer dabei. Und ja, Subway habe ich vorgeschlagen. Ganz gut hier. Sub des Tages, Hähnchen mit Salat. Du hast Veggie, ne? Ja. Und du hast genau das Gegenteil, ey. Ohne Salat. Nur mit Fleisch. Warte, zeig mal nochmal. Nur Fleisch und Barbecue-Sauce. Läuft. So, ja, also das Trainingsvideo habt ihr ja gerade gesehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und mal schauen, was heute noch so geht. Nachher kommen noch Nils und Amir. Da trainiere ich nochmal. Wir haben eben Rücken zusammen durchgezogen. War gut, das Training? Sehr gut. Geht so. Nein, hat Spaß gemacht. Mir hat Spaß gemacht. Mir hat auch Spaß gemacht. Geil. So, und nachher noch mit Nils und Armin nochmal Brust. Das Video kommt dann am nächsten Tag. Doppelt hält besser. Genau. Je mehr du am Tag trainierst, desto effektiver. Also 3-4 Mal. Kein Spaß. Aber 2 Mal geht schon manchmal, wenn man das so sehr liebt. Und jetzt essen wir. So, Kevin, Irina, haut rein. Guten Appetit.